Ja, und dann weiß ich ganz genau, ich bin irgendwann mal 120 Jahre alt. Und dann kommt der Pensionsversicherer zu mir und sagt, Herr Draxler, seid mir nicht böse, wir zahlen seit 40 Jahren Ihre Pensionen. Warum sterben Sie nicht? Sie geht drauf, Schwein gehabt. Das nenne ich Telepathie. Deputy Security Officer Draxler wollte sich gerade anrufen und eine Meldung alarmieren. Sag einmal, Draxler, bist du so deppert oder hast du das studiert? Wurscht, ruf zu! Ich hab was gehört. Du schreibst deinen Kadaver sofort um in die Jury-Park-Abteilung. Ja, da ist was. Die Front ruft Draxler. Komm sofort um, ich brauche jetzt zum Blutsaugen wischen. Aber super, ganz toll. Ich bin nicht mehr schlecht. Ich komme, ich bin gleich da. Ich komme, ich komme. Trennung. Trennung ist... Oh. Und die Sonne und ich. Und zwar getrennt. So schnell geht's vom Mehrspiel in den Single-Modus. Ich bin so gerne. Willkommen in der eigenen Falle, so deppert. Weil jeder Trottel weiß, bis der Scheidung fahr auf Urlaub. 30% aller Scheidungen werden nach einem gemeinsamen Urlaub eingereicht. All inclusive. So was ausziehen. Alimente! No future. Und ich hab's. Ich hab's heute nicht verstanden. Ich hab's. Ich hab's nicht gestritten. Kein böses Wort, kein Bescheißen. Immer fair play. Das war diese blöde Spiegelsucht. Die hat alles kaputt gemacht. Und da bin ich im Leben gestanden und da ist es weitergegangen. Könnt ihr euch eh vorstellen, Wohnungssuche. Kennt ihr Wohnungssuche? Also ich muss euch sagen, wenn du kein Geld und keine Nerven hast und du hast die Wahl zwischen A, du suchst eine Wohnung, B, du wechselst den Beruf und wirst Eisbärenraufer und C, du vermachst deinen menschlichen Körper der medizinischen Forschung und das noch zu Lebzeiten. Da sind die Bären- und Frankensteins-Labor die eindeutig bessere Wahl. Die Wohnungssuche, das ist ein Wahnsinn. Das Monopoly in der Extremversion. Ich hasse das. Ich lebe für das Spielen. Für das Spielen sterbe ich. Ja, ich lebe. Das ist kein Problem, aber danke trotzdem. Maxi, du spielst. Maxi, das ist nicht normal, sag mal,
Das Spielen hat unsere Beziehung beendet. Ist dir das eigentlich bewusst? Was hat sie mir wieder gespielt? Das ist ja. Ich soll doch niemand was angehen. Maxi, die Dosis macht das Gift. Maxi, sprich doch mit deinem Kind in dir. 3, 2, 1. Los bin, dich einfach umarme und ganz inniglich küsse. Na, Teufel, was sagst du? Ja, gut, was soll ich sagen? Na, ich muss eh nichts sagen. Komm, dann hab ich. Sag niemals nie. Also, jetzt pass mal auf, ich kann nie sagen so oft, als wie ich will, ja? Das glaube ich dir, aber ich habe noch einen Trumpf im Ärmel. Maxi, bitte, das ist doch nicht normal, wie die Rede überhaupt ist, wenn miteinander. Ich halte das nicht mehr aus, ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Ständig fliegt mir meine Butterstatue, das ganze Haus hinter Räucherstäbchen. Scheiß Luca.